Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 76. Die Fastnacht hat begonnen und zum Fest des Tages hat uns Bethesda einen schönen Absturz spendiert. Ja, viele haben momentan das Problem, dass Fallout 76 abstürzt. Bevor wir jetzt die Folge anfangen, möchte ich euch zeigen, wie ihr das beheben könnt. Ich hatte das Problem auch, jetzt nicht mehr. Und dafür werde ich mal auf meinen Desktop gehen. Und auf jeden Fall erstmal den Sound von Fallout ausmachen, weil es echt nervig ist. So. Ist das jetzt aus? Nicht aus? Aber Geräusche. Das ist seltsam. Naja, gut, dann müssen wir halt damit leben. Jedenfalls. Folgendes, so behebt ihr das Problem. Moment, ich muss erstmal zack, meinen Desktop anmachen. Das ist mein Desktop. Herzlich willkommen auf meinem Desktop. Und wir werden als allererstes hier Prozent App Data eingeben. Prozent. So landet ihr im App Data Ordner. Das ist ein versteckter Ordner, deswegen so findet man ihn am leichtesten. Geht zurück auf die App Data. Hier landet nämlich direkt beim Roaming. Lokal und dann habt ihr hier den Bethesda.net Launcher und den Fallout 76 Launcher, den müsst ihr umbenennen in ist mir egal, könnt ihr Scheiß auf Bethesda oder keine Ahnung, was ihr wollt, hinschreiben. Bugtastisch vielleicht sogar noch. Ja, ich habe einfach Old hinten dran gehangen, damit ich weiß, okay, das ist die alte Datei. Einfach umbenennen. Und dann, ja, den Client neu starten. Den Client müsst ihr natürlich schließen. Ihr müsst das umbenennen. Wenn ihr Fallout den Client offen habt, dann könnt ihr es nicht umbenennen. Das ist das ganze, die ganze Magie dahinter. Jetzt muss ich einmal kurz natürlich mein Gedöns hier ausmachen. Moment, jetzt dauert das einen Moment. Audio. Und könnt ihr live dabei sein, wie ich meinen Bildschirm wieder hinrichte. So. Ja, ich hoffe, es hilft bei euch. Bei mir hat es geholfen. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die Folge. Ich habe echt gerade so lange dran gesessen, das Ding irgendwie noch wieder hinzukriegen. Und dann habe ich es doch noch hingekriegt. So. Gut. Ist irgendwie leise geworden, ne? Sound nehme ich auf. Alles gut, das war ein Test zum Runterspringen. Wir haben natürlich noch andere Missionen hier am Start. Wir haben untersuche das Gebäude des Rettungsdienstes und erreiche das Büro des Bürgermeisters. Das hört sich nach einem Aggressator an. Woher weiß er, dass ich hier bin? Oh, ab. Ich hier rein. So, es war richtig hier, ne? Ja, ist richtig so. Es war nur ein Augenbot. Ja, Zero hat Angst vor Augenbots. Ihr habt es zuerst gehört. War ich hier nicht schon mal drin? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat, den Fahrstuhl zu benutzen, aber egal. Nee, ich muss raus. Oder nee. Wir waren hier schon mal drin, das weiß ich. Ich bin schon wieder auf den Hubschrauberplatz gegangen. Nee, ich meine, ich bin das erste Mal auf den Hubschrauberlandeplatz gegangen und ich wette, wir finden da Hubschrauber, weil dafür sind ja Hubschrauberlandeplätze gedacht, dass da Hubschrauber sind. Was ich aber nicht verstehe, ist, wieso wir damit nicht fliegen können. Wenn alles automatisch quasi betrieben ist, ne? Dann müssten wir doch eigentlich mit unserem Fusionskern aus unserer Powerrüstung auch so ein, wie nennen sich die Dinger, Quadcopter oder so, fliegen können. Also rein theoretisch. Wir haben in der letzten Folge gestern, tatsächlich. Ich habe gestern versucht aufzunehmen, ging nicht. Deswegen kommt heute alles zu spät. Nochmal eine kleine Rechtfertigung für euch. Waren wir hier schon und haben hier ein bisschen was umgebracht, aber irgendwie hat das anscheinend nicht gereicht. Wir wissen, dass hier ein bisschen was rumlungert, dass wir two-shotten können.
ist übrigens eine 2. Ich hatte mal so ein Gespräch. Ich weiß nicht mehr, um welches Spiel es sich gehandelt hat. Ich glaube Two Worlds oder so. Und ich hatte halt einen Kumpel. Einen Kumpel kann man jetzt nicht sagen. Oh, habt ihr mich fast getötet? Oh mein Gott. Ich werde erschossen. Moment, ich rede gleich weiter. Töte mich nicht. Entschuldigung. Hatte halt einen Arbeitskollegen. Also, es ist besser gesagt. Der konnte halt nicht so wirklich Englisch. So. Und ich habe immer Two Worlds gesagt. Und der hat immer verstanden. Two Worlds. Keine Ahnung. Also, was? Two Worlds? Was ist Two Worlds? Und so ein Kram. Das war schon lustig. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass wenn man Two sagt, also Two, dass es sich eigentlich seltsam anhört, ne? Two. Eigentlich ein total komisches Wort. Aber viele Wörter sind komisch, wenn man sie ausspricht. Zum Beispiel Zero. Was ist denn das? So, was wollte ich jetzt hier in den Optionen? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte was trinken. Ich rede mich hier mal in Rage und vergesse alles andere. So. Ach, das ist das Büro des Bürgermeister-Dingenskirchens wahrscheinlich, ne? Das heißt, wir müssen das hier suchen. Anscheinend war hier gerade jemand. Den Legendären finden wir nicht ein zweites Mal. Waren hier nicht... Waren hier nicht das letzte Mal Hans Dieters? Ihr wisst schon, die guten alten... Supermutanten. Jetzt fällt mir's. Machst du die Geräusche? Wort wieder ein. Bestimmt das. Du bist der Legendäre nicht mehr hier. Ist das vielleicht hier eine kleine Instanz? Das würde wenigstens alles erklären. Ich weiß es nicht. Weil, wenn ein Spieler hier reinkommt, muss er halt hier irgendwo ein Legendärer sein. Aber wenn es so eine kleine Instanz ist, was ja auch eigentlich logisch ist, dass ein Gebäude eine Instanz ist. Oder? Ich meine, da ist ein Ladebildschirm. Muss ja eine Instanz sein, oder? Keine Ahnung. Ich kann mir das halt erklären, dass in diesem Spiel halt True and False bestimmt, ob man hier jemand Legendäres findet. Ach, komm schon, bitte! Dank, ich hasse es. Leuchtende. Natürlich duckst du dich gerade. Wendigo. Oh. Der hält einiges aus. Du hast die Geräusche gemacht, Mr. Wendigo. Eine Haarklammer krieg ich zurück. Gehärtete Raider-Rüstung, Roboter, irgendwas. Wendigo-Zähne, Fieber, lose Schrauben. Oh, ja, ich liebe Wendigos. Stimmt. Ich sollte doch mal die anderen Sachen angucken. Die legendären. Da beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte, ne? Der soll irgendwie noch zwei andere Sachen haben. Sortieren, Kills, Details. Ach so. Ah, sehr seltsam. Dass man nicht alles sieht. Okay, beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Reduziert den Schaden beim Sprinten um 15%. Und wenn du ausgeschaltet bist, erhältst du einmal pro Minute. Doch, das kennen wir doch. Naja, jedenfalls haben wir hier drauf 3 Sterne, ne? Das heißt, 3 Eigenschaften. Ich verstehe. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Und hier haben wir 2 Sterne. 10% Schaden gegen Spieler und 10% Schaden, wenn du zielst. Das Zielen ist möglich, ja. Aber ich bin kein Fatman-Spieler. Ich meine, ist eine gute Waffe. Gebe ich zu.
Ist ein bisschen doof, dass es eine PvP-Waffe ist, aber im Prinzip 690 Schaden ist eigentlich gar nicht so viel. Ist eigentlich lächerlich wenig. Ich meine, ich mache hier mit meinem Berserker, ne, mit dem Berserker mache ich bereits 300 bis 400 Schaden. Und da kann ich viel schneller schießen als mit dem Fatman. Und ich denke mal, wenn ich den Fatman abfeuere, dann weiß jede Sau, wo ich bin. Auch wenn es irgendwie keinen Sinn macht, weil eine Rakete kann von überall kommen. Gut, einen Schuss kann man nachverfolgen, wenn man Superman ist. Aber Rakete? Ja gut, eine Rakete kannst du eigentlich auch nachverfolgen. Die ist ja noch ein bisschen langsamer als ein Schuss. Ey, ihr wisst, was ich meine. Man kann es nicht nachvollziehen, wenn man tot ist. So. Jetzt haben wir es. Wo ist das Büro des Bürgermeisters? Hier ist Exit. Zugang zum Dach. Ja, da will ich schon gar nicht hin, du. Ich will zum Büro des Bürgermeisters. Was ist denn los? Ist das hier oder was? Bürgermeister! Ach, diese kleinen dreckigen Kackpratzen. Ich habe keine Stims mehr. So geil die Waffe auch ist, ne? Ich bin eine verfluchte Glaskanone. Sorry. Habe ich dich etwa zum Explodieren gebracht? Bin ich zu heiß? Ich möchte meine Power-Rüstung anlegen. Ich fühle mich schon ein bisschen sicherer. Gerade in Räumlichkeiten ist die Waffe vielleicht nicht immer so gut. Gerade wenn du um die Ecke gehst und da stehen andere Leute und du weißt nicht, dass sie da stehen. Dann kriegst du aufs Maul, dann bist du tot und dann weißt du zwar, dass sie stehen, aber dann bringt dir das nichts mehr. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, was bringt es zu wissen, wo die Gegner sind, wenn man tot ist? Man weiß es nicht. Wo ist das Büro des Bürgermeisters jetzt? Hier? Bürgermeister? Achso, das ist der gleiche Raum. Ja, check ich nicht. Das sieht nicht wie Bürgermeisterräubchen aus, ne? Oh, ich bin überladen. Oh, selbst mit meiner Power-Rüstung bin ich überladen. Habt ihr hier zu... Ach, hier war ich schon. Gibt es hier zufällig eine Werkbank oder irgendwas? Bürgermeister! Ja, das sieht mir schon eher nach einem Bürgermeisterbüro aus. Da sollte auch die Frau Merkel arbeiten, ganz ehrlich. Die Toilette, wo sie hingehört. Runtergespült. Und Artikel 13 gleich hinterher. Oh, der leuchtet ja. Ja, gut. Ich denke, wir haben hier ein kleines Problemchen, Freunde. Wir gehen mal aufs Dach. Mal gucken, wie da halt, was da abgeht. Vielleicht arbeitet der Bürgermeister auf dem Dach. Ich meine, da gibt Sinn. Er kann so seine ganze Stadt sehen, ne? Ich weiß es doch auch nicht, Freunde. Wenn du oben jetzt nichts siehst, dann gehen wir nämlich jetzt runter und dann holen wir da einfach mal die nächste Quest. Ne? Ich bin Norddeutscher. Darfst du reden, Junge? Nein, Hochdeutsch, Hochdeutsch, Hochdeutsch. Ich klage ja jedes Mal meine Freundin an, wenn sie Berlinerisch spricht. Muss ja nicht sein, ne? So, übrigens, was ich faszinierend finde, ist, ich hatte ja letztens eine recht panische Folge aufgenommen und in dieser Folge wurden wir umzingelt von 1 Milliarde Mobs. So, ja, leck mich doch, ich springe hier runter. Geronimo! Und ich habe gedacht, also für mich war es schon extrem, ich will nicht sagen nervig, nervenaufreibend. Das ist, glaube ich, das bessere Wort. Und ja, ich dachte eigentlich, dass ihr davon ein bisschen genervt seid, wie ich da panisch durch die Gegend laufe und wie ein Mädchen wimmere. Aber da schreiben die Leute, ja, ich habe mich totgelacht. Und dann denke ich, ja, danke. Hat mich gefreut. Tschüss, entfreundet. So, habe ich das Spiel jetzt verbuggt? Nein, wir gehen da jetzt einfach da hinten hin. Ist mir scheißegal. Ich weiß auch nicht, wo diese Festnacht stattfinden soll. Komm, geh weg. Aber es wäre mal interessant, ich könnte einfach auf die Karte gucken, ne? Ich bin hier der einzige Depp, der noch rumläuft. Da ist nicht Festnacht. Ah, ich vermute hier. Das sieht mir verdammt nach Festnacht aus, ne? Ja, hier, die direkt die Städte. Dann geh... Au, ab!
Ich hab gesagt, entfreundet. Gehen wir jetzt mal hier rein. Scheißegal, erstmal gehe ich hier aufs Maul. Das Bürgerzentrum von Watoga heißt Sie zur Zukunft der Demokratie. Und dann gehen wir hier rein. Unser automatisiertes Personal wird Ihnen gern. Oder ist das Büro des Bürgermeisters vielleicht in einem dieser Räumlichkeiten? Der Typ da, der sieht ziemlich lebendig aus. Einige würden meinen, nein, Zero, der ist nicht lebendig, aber ich zeige euch mal, wie lebendig der wirklich ist. Guckt es euch an. Lass mich doch nicht verarschen. Kann es jemand anderen erzählen, aber nicht mir, ey. Genauso wie heute bei der Arbeit. Ich komme zur Arbeit und dann sehe ich, dass mein Stuhl vertauscht worden war. Und der Kollege, der das gemacht hat, der hat sich gedacht, ich kriege das nie mit. Hab das sofort mitbekommen. Und er war einmal kurz auf dem Pott und dann plötzlich hat er seinen Stuhl wieder gehabt. Weil ich hatte einen gemütlichen Stuhl, er nicht. Und ja, ich habe das natürlich sofort gemerkt. Und soll ich euch sagen auch warum? Weil sein Stuhl ein alter, klappriger Stuhl ist und meiner ein hochwertiger, neuer Stuhl. So. Und wir haben gestern eine Grundreinigung gemacht und da hat er seinen Stuhl verloren und irgendwie diesen schäbigen alten Stuhl halt genommen. Und das habe ich halt gesehen, wie er ihn weggebracht hat und so ausgetauscht hat. Also er hat einen guten Stuhl gegen den schäbigen Stuhl ausgetauscht, weil er dachte, dass das nicht sein Stuhl ist. So. Und dann am nächsten Tag hat er halt meinen Stuhl genommen. Also spaßeshalber, wir verarschen uns halt immer gegenseitig. Und ich habe das natürlich sofort gemerkt. Und dann... Wo bist du? Und dann sagt er abends halt, kurz vor Feierabend, ja, es war ja auch eigentlich dein Stuhl. Und ich sag, ja, natürlich war das mein Stuhl. Ich weiß, dass es mein Stuhl war. Er sagt, wie? Und ich sag, ja, ich habe das doch gestern gesehen. Ich habe eine gute Aufmerksamkeit. Jedenfalls, wenn ich nicht spiele. Weil wenn ich spiele, rede ich ja meistens. Und wenn ich rede, bin ich dumm. Bin ich verwirrt? Übrigens, die 10mm ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich bin so aufmerksam, dass ich nicht mehr weiß, wo die Treppe war, obwohl ich sie gerade eben benutzt habe. Ach, da. Eigentlich die 10mm ist gegen so einzelne schwache Gegner echt gut. Wo? Hä? Wie hat er mich jetzt getroffen? Du kleiner abscheuliger Abschaumbengel. Ey. Nicht. Weg mit dir, ich habe hier Dinge zu tun. Der Typ da hinten, der Bluter. Oh. Ha! Erwischt! Okay, du willst ein Snipe-Duell haben? Das kannst du haben, mein Freund, das kannst du haben. Oh! Nee, fall doch nicht runter. Ich brauch dich doch. Grundkorken, Patronen, Kampfgewehr, 10mm Automatikpistole, die wir dann wahrscheinlich auch verbrauchen werden. Wenn wir eines Tages überhaupt eine Werkbank finden, was ich nicht glaube, weil das Spiel hasst mich anscheinend so sehr. Das wollte ich nicht machen. Aber jetzt haben wir wenigstens kein Red mehr. Ist eigentlich ein Fehler da, mein Red hinzumachen zwischen den Waffen. Aber ich kann es mir ja nicht aussuchen, wo ich den haben möchte. Aber ganz ehrlich, wir haben so viele Red. Red away. Sorry. Wenn wir viel Red hätten, wären wir wahrscheinlich tot. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr seid auch sehr aufmerksam. Sagt mir immer, hey Zero, du hast den Kleber vergessen, du Depp. Und dann sage ich, ja, ich bin ein Depp. Auch voll gegeben habe ich dem jetzt. Bin ein bisschen aufgedreht, sorry. Komm gerade erst von der Arbeit. Bin noch Energie geladen. So. Beschwerde zur Amtszeit. Abschrift des Gesprächs mit dem Bürger. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, wann ist die nächste Amtszeit des Bürgermeisters beendet? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Sir. Die Amtszeiten werden zufällig festgelegt. Zufällig? Würfeln Sie da so. Zack, würfeln. Oh, 6 Jahre. Okay, gut, wann kann ich den Bürgermeister werden? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, Sir. Der Bürgermeister wird ebenfalls zufällig festgelegt. Was? Aber ich komme auch mal dran, oder? Aufgrund der statischen Wahrscheinlichkeiten stehen Ihre Chancen gut, Sir. Was ist denn das für eine Stadt?
Ist ja wahrscheinlich so wie bei uns. Angela Merkel wurde wahrscheinlich auch nur so zufällig ausgewählt. Abschrift des Gesprächs mit dem Bürger. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Haben Sie die letzte Verfügung gesehen? Kein Rock'n'Roll mehr? Ich bin Musiker. Wie soll ich denn arbeiten? Ich glaube, der derzeitige Bürgermeister bevorzugt klassische Musik. Vielleicht Chopin? Ich soll am Sonntag ein Konzert in der Stadthalle geben. Ein Rock'n'Roll-Konzert. Ich kann nicht auf die Bühne gehen und Chopin spielen. Es tut mir leid, das zu hören, Sir. Aber die Verfügung ist eindeutig kein Rock'n'Roll. Wann ist die Amtszeit des Bürgermeisters beendet? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Sir. Die Amtszeiten werden zufällig festgelegt. Okay, gut. Wann kann ich den Bürgermeister werden? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, Sir. Der Bürgermeister wird ebenfalls zufällig gewählt. Ist ja seltsam. Abschrift des Gesprächs mit dem Bürger. Wie kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Ich möchte mit einem Menschen sprechen. Es tut mir leid, Ma'am, aber der Bürgermeister ist heute sehr beschäftigt. Ich gehe erst, wenn ich einen Menschen gesprochen habe. Ma'am, ich bin voll ausgestattet, um über 10 Millionen verschiedene Bürgerdienstebeschwerden zu bearbeiten. Ich will mit einem Menschen sprechen, verdammt nochmal. Ma'am, bitte, Sie stören die anderen Bürger. Nun muss ich darauf bestehen, dass Sie ein andermal wiederkommen. Das ist ja eine nette Positronik. So, okay. Ich will ein Clipboard haben. Ich will Geld. Haben wir noch irgendwas? Oh, ein bisschen Holz. Na gut, gehen wir hoch. Falls es hier einen Hoch gibt. Das sieht hier ziemlich hoch aus. Da müssen wir hin. Da. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, Treppe. Treppe gut, alles gut, würde ich sagen. So, wo gehen wir hin? Das sieht mir nach Sekretärin aus. Und das nach Toilette. Wieso ist die Toilette abgeschlossen? Da hängt bestimmt ein Ghoul drin. 100 pro. Oder ein Verbrannter, sorry. Die sehen aus für mich wie Halbghule. Ja! Bauplan. Ultraleicht Marine. Ach komm. Brauche ich doch nicht. Gehst in einen Raum rein und... Knackst Schlösser. Da hatte jemand sehr viel Spaß. Ja, ich sehe das schon. Ich sehe diesen Bethesda-Mitarbeiter vor mir. Wie er an seinem PC sitzt und... in sich hineinlacht. Ich schließe ja alles ab. Dann guckt er sich Let's Plays an. Let's Plays an. Richtiges Deutsch, ja. Und freut sich dann immer Keks, wenn irgendwie ein Spieler völlig durchdreht, weil er das fünfte Schloss in 5 Minuten knacken muss. Das war der Ausgang. Oder nicht? Ende der aufgezeichneten Nachricht. Glückwunsch, Bürger. Auf Anweisung des Bürgermeisters erhalten alle Personen, die diesen Raum betreten, das Amt des Bürgermeisters. Ich bin Ihre KI-Bürgermeisterassistentin. Sie können mich Kiba nennen. Ich werde Sie durch die Übergangsphase leiten und Ihnen auch danach gewissenhaft beistehen. Erlauben Sie mir, die letzte Nachricht der verschiedenen Bürgermeisterin abzuspielen. Kiba, du befolgst immer noch die Anweisung zu Leuten, die hier reinkommen? Ja. Lade die relevanten Einträge zu unserer Situation und dem Saboteur auf das Bürgermeister-Terminal, damit jeder sie lesen kann. Aber sicher. Ma'am, laut meinen Sensoren verlieren sie große Mengen Blut. Soll ich einen Sanitäter rufen, der ihnen hilft? Nein! Was stimmt nicht mit dir? Keine Roboter mehr! Kiba! Dafür, dass der nächste Bürgermeister das hört. Natürlich. Ich habe versagt. Wer auch immer Sie sind jetzt der Bürgermeister einer toten Stadt. Diejenigen, die ich nicht evakuieren konnte, sind umgekommen.
Es ist nichts und niemand mehr übrig. Aber vielleicht bauen sie ja aus der Asche alles wieder auf. Ein tröstlicher Gedanke. Ich konnte einige Ressourcen beiseite schaffen. Doch bevor sie hier leben können, müssen sie herausfinden, wie sie mit den Robotern klarkommen. Es war Sabotage. Die Einträge auf dem Terminal sollten erklären, was wir... Ma'am, ist alles in Ordnung? Ich glaube, das ist alles. Meine aufrichtige Entschuldigung dafür, dass ich Ihnen keine größere Hilfe sein kann. Er ist schon in Ordnung. Hoffentlich fühlst du dich hier nicht allzu einsam. So ganz allein. Leb wohl, Kiba. Leben Sie wohl, Ma'am. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Sie waren eine ausgezeichnete Bürgermeisterin. Ja. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Oh. Ende der aufgezeichneten Nachricht. Wieso sind die hier hinter der Mauer? Was haben die da verloren? Ich weiß es nicht, Freunde. Aber ich würde sagen, bevor wir uns dieser Geschichte widmen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Denn ich möchte ja so rechtzeitig wie möglich euch zeigen, wie ihr weiterspielen könnt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.